Ich stelle die Frage vielleicht zuallererst an die Vertreterin des Bundestags, einer Regierungspartei. Sie haben jetzt einige Forderungen auch gehört von Herrn Waldhauser für die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Was würden Sie ihm entgegnen? Haben Sie die Punkte, die er genannt hat, schon alle auf dem Schirm? Ist das in der Umsetzung? Nein, das ist aber jetzt eine Frage, da kann ich ja das ganze Panel alleine bestreiten. Das wird wahrscheinlich nicht die Idee sein. Ich glaube, dass wir einige Punkte auf dem Schirm haben, aber nicht alle. Und ich will ganz klar bestätigen, schöner Spruch, ohne Infrastruktur ist natürlich nicht alles. Das sagen wir sonst über Breitband, aber es ist eben mehr als Breitband. Aber ohne Infrastruktur ist eben alles nichts. Und deswegen, und es geht nicht nur um schnelles Internet, sondern es geht auch um sicheres Internet und es geht um Vertrauen. Das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt bei der mittelständischen Wirtschaft. Nicht etwa ihre Sattheit, sondern ja, vor allem das mangelnde Vertrauen, dass sie nicht in die internationalen Cloud-Anbieter gehen wollen. Und wahrscheinlich haben sie auch recht. Will ich einfach jetzt mal so sagen, ja. Und deswegen bin ich im Prinzip ganz bei Ihnen, dass wir diese Technologien in Deutschland, in Europa haben, halten müssen, dass wir sie stärken müssen und dass wir auch ihre Innovation fördern müssen. Und das zumindest ist ja was die Politik bereits tut, mit einer ganzen Menge Forschungsförderung, nicht nur jetzt die Grundlage, die immer notwendig ist, sondern natürlich auch die Anwendungsforschung. Jetzt zuletzt hat man sich vorgenommen, Agenturen zu gründen. Die Sprunginnovation klingt immer schick, ne? So ganz neu ist die Idee jetzt nicht. Fraunhofer, glaube ich, zum Beispiel als Institution ist ja schon viele Jahre, Jahrzehnte damit beschäftigt, Forschung auch auf die Straße zu bringen. Und an Stellen funktioniert es ja auch. Deswegen, ich glaube, dass wir da noch mal eine Schippe drauflegen können. Es gibt, ist ja natürlich die Frage, was ist denn alles Infrastruktur? Geht es da eigentlich nur um Hardware sozusagen oder geht es auch um wichtige Fragen der Softwareentwicklung, wichtige Fragen zum Beispiel der IT-Sicherheit? Da ist ja diese eine Agentur jetzt gegründet worden und in diesem Zusammenhang darüber gesprochen worden, es soll ein Fonds eingerichtet werden, der den Ausverkauf von Schlüsseltechnologien gegebenenfalls, falls da was ansteht, verhindern soll. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten ist natürlich schon auch liegt die Verantwortung bei den Unternehmen, entsprechende Geschäftsmodelle, entsprechende Angebote auch zu machen. Ja, den kleinen und mittelständischen Unternehmen, auch den Institutionen übrigens, die auch noch in der Digitalisierung nicht so weit sind, wie sie sein könnten, damit eben mit dem notwendigen Vertrauen auf der Grundlage auch von europäischer Gesetzgebung, Datenschutz und Datensicherheit, da Vertrauen gewonnen kann und dass es auch vorwärts geht. Das ist fast zu jeder Forderung ein gewisser Aspekt, der erwähnt wurde. Jetzt, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ich würde jetzt ganz gerne das Wort an Frau Kuckertkopf geben. Sie sind ja auch im Ausschuss Digitale Infrastruktur. Behandeln Sie die Themen, die wir jetzt hier gerade gehört haben? Das war jetzt auch nochmal sehr forschungslastig gewesen. Es gibt ja Parteikollegen bei Ihnen im Hause, die würden Fraunhofer als Fat Cat bezeichnen und Sprungtechnologien als ihr Mangelware in Deutschland. Deswegen kann man ja immer alles schön kontrovers diskutieren. Wie ist das bei Ihnen im Ausschuss, wenn Sie die Sitzung jetzt leiten? Sind das Themen, wo Sie sagen, ja, die haben wir auf der Agenda und Sie haben verstanden? Ja, also heute Nachmittag ist tatsächlich der Mobilfunkgipfel auf der Tagesordnung. Also wir sprechen schon sehr viel auch über das Thema Breitbandausbau, über das Thema Mobilfunk. Steht natürlich jetzt auch die 5G-Lizenzen an. Allein, dass wir darüber sprechen, ändert sich aber nichts. Und da sind wir natürlich, wir haben das vorhin auch gesehen, einigen von Ihren Folien würde ich jetzt nicht so unbedingt sozusagen auch die unwidersprochen stehen lassen. Aber wo Sie natürlich völlig recht haben, ist bei der Situation in Deutschland, bei der wir uns befinden, beim Breitbandausbau und beim Mobilfunkausbau. Und ich war letzte Woche in Regensburg und bin vom Münchner Flughafen gefahren. Es ist also ein Gebiet in Deutschland, das maßgeblich auch unsere Wirtschaftskraft beeinflusst. Ja, ein Gebiet, wo unheimlich viele innovative Firmen auch sitzen, wo die Wirtschaftskraft Deutschland versammelt ist. Und man hat auf dieser Autobahn kein Mobilfunknetz. Und ich war regelrecht entsetzt, ja. Und da verspricht die Regierung seit vielen Jahren sehr viel. Immer wieder auch, dass es jetzt kommt. Was wir sehen, ist, dass noch nicht viel passiert ist. Wir haben die Mobilfunklizenzen wurden in der Vergangenheit so versteigert, dass immer maximale Erlöse rausgekommen sind und man dann gehofft hat, dass die Unternehmen von selbst ausbauen.
Das hat nicht funktioniert und was wir jetzt machen, ist eben Konzepte aufzuweisen, die anders die Marktwirtschaft in Gang bekommen und trotzdem eben auch den Staat in die Pflicht nehmen, dass in diesem Bereich was passiert. Und vielleicht noch das Letzte, man kann eben Breitband und Mobilfunk auch nicht voneinander trennen. Was wir im Moment ja haben, ist, dass die Diskussion da auch unterschiedlich geführt wird. Man sagt manchmal, brauchen Breitband, dann brauchen wir wieder also Glasfaserausbau und dann brauchen wir auf der anderen Seite Mobilfunk. Das ist nicht voneinander zu trennen. Ohne Glasfaser kein Mobilfunk. Und da müssen wir viel weiter gehen. Weil, und dann möchte ich es wirklich beschließen, Sie gucken schon so. wir werden in wenigen Jahren ohne einen Internetanschluss nicht mehr in keinem Gebiet mehr in Deutschland leben können. Also ich würde jetzt sagen, das kann man prognostizieren, dass Internet so bedeutend sein wird wie Wasser und Strom, schon alleine im Bereich Gesundheitsversorgung, aber auch im Bereich Banking sehen wir, dass es sehr schnell dahin führt, dass man ohne Internet eigentlich kein normales Leben in Deutschland führen kann. Und deswegen ist es eben von so großer Bedeutung, dass wir Internetanschluss überall haben und den natürlich dann auch sicher. Danke. Lassen Sie uns gerne ins Gespräch kommen. Ich möchte Sie weder zeitlich noch inhaltlich in irgendeiner Form überhaupt nicht. Und ich glaube, die Stichworte, die uns interessieren und die wir hier diskutieren sollten, offen in der Runde, die sind ja auch schon bereits alle gefallen. Die Frage ist halt einfach, und ich gehe fast die Reihe mal um, Herr Waldhauser, wird denn jetzt schon eigentlich auch genug getan, um beispielsweise Betreibern digitaler Infrastrukturen, und das ist mehr als nur Glasfaser, wobei man damit schon genug Probleme hat, diesen Standort weiterhin attraktiv zu halten. Da gab es, glaube ich, so zwischen Hamburg und Frankfurt vielleicht auch eine gewisse unterschiedliche Wahrnehmung. Öffne mal hier einfach die Runde an der Stelle. Herr Waldhauser, Sie zuerst. Also ich würde hier nicht stehen, wenn genug getan werden würde. Und das habe ich auch, glaube ich, klar zum Ausdruck gebracht. Da wird viel zu wenig getan. Und nochmal, Digitalisierung ist schnell. Wir können uns alle mal überlegen, wie unsere digitale Welt vor 10 Jahren aussah und vor 20. Und uns überlegen, wie andere Technologien, in welcher Geschwindigkeit die sich durchgesetzt haben. Und wir in Deutschland sind meiner Meinung nach einfach zu verschlafen, was das angeht. Natürlich kann ich noch einen Arbeitskreis bilden und noch einen. Wir müssen was tun, wir müssen was bewegen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Hähnchenbrätereien als Beispiel von der EEG-Umlage befreit sind, Rechenzentren nicht. Ich kriege dann immer vorgehalten, ja, wachs doch mit zweistelligen Zuwachsraten. Welche andere Branche hat das? Ja, aber im Ausland wachsen die doppelt und dreifach so schnell, weil es eben preiswerter ist und weil es schneller geht. Und da passiert zu wenig bei uns hier in Deutschland. Also ich widerspreche auch schon mal gleich. Also das Ganze so beleben, ganz ehrlich, mich nervt diese Fokussierung auf diesen Breitbandausbau. Es nervt mich wirklich, weil es völlig ablenkt von den eigentlichen Themen. Erstens sind wir in Deutschland sehr gut ausgestattet, ich misstraue diesen Zahlen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jetzt im Moment in Hamburg sitzt sitzt der Bürgermeister zusammen mit der Privatwirtschaft, weil er bis 2025 alle Haushalte an Breitband haben will. Toll, alles applaudiert. Da muss man einfach mal ganz schnell durchdeklinieren. Was heißt das? Da gibt es dann drei Teile. Teil 1 ist der Highway unter den Straßen. Da sind wir super ausgestattet in Hamburg. Alleine wir betreiben 2.500 Kilometer Lichtwelle und Dutzende von Betreibern. Haben wir überhaupt keinen Bedarf. Teil 2 ist dann von Verteilerkasten zum Haus. Da hat schon keiner mehr eine Ahnung, wer da alles dran ist. Und Teil 3 ist vom Verteilerkasten ins Haus. Und wer weiß, dass ab 200 Meter Kupfer das Ganze zusammenbricht. Und jetzt weiß, dass fast alle Haushalte Privatwirtschaft sind. Was soll denn da die Politik machen? Relativ einfach. Wenn die Privatwirtschaft Geld verdienen kann, dann macht sie es. Wenn sie kein Geld damit verdienen kann, macht sie es nicht. Very simple. Und wenn dann Gap ist zwischen Investition und Return on Investment, dann könnte man darüber nachdenken, mit Steuermitteln einzugreifen. So einfach ist die Geschichte. So einfach? Also Hamburg, das stimmt sicherlich, aber da müssen Sie nur hier hoch nach Pankow fahren, dann sehen Sie, dass es nicht mehr so ist. Und wenn wir den ländlichen Raum nicht völlig aufgeben wollen, dann werden wir auch da investieren müssen. Ja, natürlich, Steuergelder, das ist ganz klar. Also das ist ganz klar und Sie haben es ja auch richtig beschrieben. Da, wo es ein Gap gibt, da
da muss auch der Staat dann eingreifen. Also klar, das muss auch steuerfinanziert werden. Und da haben wir auch zum Beispiel mit der Frage der Telekom ist, da könnte man zum Beispiel auch die Gelder herbekommen, um das zu tun. Aber wir müssen schon auch sehen, dass die Unternehmen, die sich hier engagieren in Deutschland, die auch hier viel Geld verdienen können, dass da eben auch der Wettbewerb angereizt wird. Dass man auch einer Telekom nicht unbeschränkt viele Möglichkeiten gibt, reguliert Geld zu verdienen. Weil es ist ein hochregulierter Markt und hochregulierte Märkte sind immer sehr anfällig für Unternehmen, die auch Regulierung ausnutzen, um eben viel Geld abzuschöpfen. Und da wollen wir noch mehr Marktwirtschaft reinbekommen und versuchen, noch mehr Unternehmen auch dazu zu bringen, hier in Deutschland sich engagieren zu können für den Breitbandausbau, aber auch gerade im Mobilfunkbereich. Und dann sind wir hoffentlich alle so gut wie Hamburg. Und selbst Hamburg hat, glaube ich, noch vieles zu lernen. Ich hatte die Gelegenheit, mit Wirtschaftssenator Horsch zum Thema Smart Cities Hamburg zu diskutieren. Wir haben das Fallbeispiel des Hamburger Hafens genommen, in dem man versucht, ein 5G-Testfeld zu etablieren. Und ich glaube eigentlich, und ich stimme Ihnen zu, ich möchte gar nicht zu sehr auf die Breitbanddiskussion einzahlen, wir reden über digitale Ökosysteme. Und ich glaube, was Herr Weithauser auch versucht hat, sehr zu zeigen, da gehören Rechenzentren dazu. Wir haben in Deutschland nicht einen einzigen Hyperscaler, der fragt, ist das politisch gewollt? Da bin ich mir nicht sicher, ob diese Themen einfach hinten runterfallen oder was da der Grund sein könnte, dass das um uns herum entsteht. In Amsterdam, ihre Zahlen in ihren 1 Milliarde Investitionsvolumen in Google-Rechenzentren, das sind nochmal andere Dimensionen, die auf dem Markt gerade investiert werden, aber nicht in Deutschland. Das Glasfaserende, das brauchen wir. Die Konnektivität haben Sie, glaube ich, in Ihren Rechenzentren für High-Speed-Internet in jeglicher Couleur. Aber das würde ich jetzt mal in die Runde werfen. Wollen wir uns nicht mal damit auseinandersetzen und sagen, okay, das Glasfaser liegt in der Mitte, der Kunde oder der KMU hier, aber wer ist denn auf dieser anderen Seite und wo soll es herkommen? Oder nochmal die andere Frage, wo soll die KI in Zukunft wohnen? Genau, also zunächst mal will ich vielleicht, weil das so doch schon mit 50% der Kosten ein ziemlicher Batzen ist, nochmal auf die Energiekosten eingehen. Ich bin der Auffassung, dass wir sowohl mit der EEG-Umlage als auch schon vor, sagen wir mal, 20, 25 Jahren mit hohen Standards in der Umwelt, die wir an die Umwelttechnologie sozusagen gerichtet haben, weltweit führend wurden in dieser Technologie. Und ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die Möglichkeiten haben, tatsächlich auch energieeffizienter zu arbeiten, ich glaube, bei der Hähnchenbraterei hält sich das in Grenzen, die Möglichkeiten. Ja? Bei den Rechenzentren ist es vielleicht ein bisschen, ist das Potenzial möglicherweise größer, dass die sich auch dran machen, eben in Innovation zu gehen und zuzusehen, dass sie ein bisschen energieeffizienter arbeiten. Ähnlich ist es mit Hyperscale oder wenn du möglicherweise da tatsächlich ernsthaft nachher noch auf Fog und Edge Computing kommen willst. Solche Fragen stellst du ja, finde ich irre. dann, klar, diskutieren wir hier Technologie. Dann ist es ganz klar, dass wir, die Politik, durchaus wollen, dass sowas in Deutschland stattfindet, aber das nicht herstellen können. Also Geschäftsfelder und Use Cases dafür zu entwickeln, Geschäftsmöglichkeiten, kann nicht Aufgabe der Politik sein, ganz klar. Innovation zu ermöglichen ist immer gerne auch mit Weiterentwicklung, mit Forschungsförderung und Ähnlichem möglich, aber ansonsten muss und auch eben im Rahmen natürlich der europäischen Gesetzgebung, ich meine, davor flieht auch der eine oder andere und geht ins Ausland, ist Aufgabe der Unternehmen. Und ich denke, dass wir, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, kommen wir vielleicht noch dazu, hat auch mit KI viel zu tun, dass wir uns über die Frage des Vertrauens, das ich schon angesprochen habe, auch ganz intensiv Gedanken machen müssen. Ich habe, was KI anbelangt, vor ein paar Wochen eine Dienstreise nach Frankreich gemacht und hatte die Gelegenheit, mit Cédric Villani zu sprechen. Das ist der KI-Stratege von Macron, ein Fields-Preisträger und hochgradiger Nerd in der Nationalversammlung von Frankreich, ja. Verrückt, aber er hat mich ziemlich überrascht, aber auch bestätigt in seiner Aussage, wenn wir das Vertrauen der Menschen in die KI, das Vertrauen auch darin, dass wir nicht nur ihre Daten schützen, sondern auch sie vor Diskriminierung beschützen, dass es sicher ist, dass wir als Politik und als Gesellschaft auch bestimmen, wohin die Reise geht mit der KI. Wenn wir dieses Vertrauen nicht gewinnen, dann haben wir verloren.
dann werden wir da überhaupt gar nichts machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen halte ich die deutsche, europäische Vorgehensweise, gerade beim Datenschutz und bei der IT-Sicherheit, hohe Standards abzuverlangen, für eine ziemlich gute Strategie. Und glaube, dass es einfach notwendig ist, jetzt in diesen jeweils innovativen Geschäftsfeldern und Technologien da eben auch wieder Gehirnschmalz reinzustecken, auch in Anonymisierung, Pseudonymisierung und diese Technologien, wo wir auch führend werden können. Durch auch hohe Anforderungen durch die Politik. Jetzt sehe ich Herrn Waldhauser schon das Mikrofon zücken. Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, Frau Esken, den Sie am Anfang genannt haben. Die Energieeffizienz. Ich hatte nämlich eine ähnliche Diskussion mit Herrn Tarek Al-Wazir, seines Zeichens hessischer Wirtschaftsminister. Der hat mir auch gesagt, wir Deutschen sind für unsere Ingenieurskunst bekannt und weltberühmt. Dann arbeiten wir doch dran, dass wir in den deutschen Rechenzentren energieeffizienter werden. Das ist ein doppelter Irrglaube. Erstens erwarten unsere Kunden, und dazu gehört auch die öffentliche Hand, allerhöchste Verfügbarkeit. Verfügbarkeit geht immer zu einem gewissen Teil auf Energieeffizienz. Punkt zwei, wir können gar nicht wettbewerbsfähig sein. Ich würde gar nicht als Geschäftsführer Telehaus eines der Wettbewerber Kunden akquirieren können, wenn ich nicht energieeffizient wäre, und zwar genauso energieeffizient wie die anderen, weil die Gesamtkosten für den Kunden zu hoch wären. Und drittens, wir sind in der Regel alles global agierende Unternehmen. Das heißt, wenn wir eine neue energieeffiziente Technik haben, wird die weltweit eingesetzt. Und schon sind wir wieder beim Ausgangsproblem, nämlich den doppelt und dreifach so hohen Energiekosten. Warum geht Volkswagen, BMW und Daimler nach Skandinavien und baut dort ihre HPC-Rechenzentren auf und als gute deutsche Unternehmen nicht hier? Wegen der Kosten. Also das ist das Hauptproblem, was wir haben. Hat schon auch mit Backbone zu tun, ne? Nein. Doch. Nein. Das ist da oben einfach auch besser. Die sind einfach in vielen Fragen natürlich wesentlich besser. Die skandinavischen Länder sind in der Digitalisierung nicht hier auf Platz 21. Jetzt betrügen Sie die Physik und Sie sprechen mit einem promovierten Physiker. Weil die Lichtgeschwindigkeit können Sie nicht betrügen. Und die Lichtgeschwindigkeit, die Latenzzeit von da oben bis hierher ist höher als in Deutschland. Also der einzige Grund, und ich habe viele Gespräche geführt, sind die Energiekosten. Punkt. Auch da dem Punkt widerspreche ich ein Stück weit. Es ist nicht nur die Energiekosten, sondern die klimatischen Verhältnisse in den Nordics. Und obwohl das schon seit, das ist nichts Neues, schon seit 10 Jahren so ist, gibt es trotzdem einen wachsenden Markt in Deutschland. Warum? Viele mittelständische Unternehmen und auch der Public Sektor besteht darauf, dass die Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland bleiben. Da könnte ich jetzt auch sagen, Punkt. Und das ist auch gut so. Also wir bieten es unseren Kunden an, Cloud-Angebote, keiner nutzt sie, weil keiner Lust hat auf servicearmen Provider. Also mich treibt da viel mehr, also das Thema wird auch bleiben, wir werden auch weiterhin in Deutschland wachsen, es wird Cloud-Anbieter geben, die werden riesige Rechenzentren in den Nordics bauen, wegen Klima und Infrastruktur und Kosten, Haken dran, und vielleicht ändert sich auch eines Tages an den Stromkosten, aber das ist nicht das, was mich umtreibt. Mich treiben diese Phänomene aus dem Silicon Valley um. Und da staune ich, dass die Politik überhaupt nicht drüber diskutiert. Seit 6 Jahren, glaube ich, gibt es das Genom-Editing, Susanne Daubner. Seit 6 Jahren ist der Mensch in der Lage, Gene komplett zu zerstückeln und neu zusammenzusetzen. Führt dazu, dass Wissenschaft sich damit beschäftigt, den Homo sapiens wieder auferstehen zu lassen. Plus künstliche Intelligenz. Da haben wir zwar noch unsere Limitationen, aber die sind relativ simpel. Das wird noch 20, 30 Jahre dauern. Dann sind wir in der Lage, 100 Milliarden Neuronen zu simulieren. Und dann sind wir auch in der Lage, den menschlichen Geist zu simulieren. Das ist zumindest der Glaube der Silicon Valley. Damit muss man sich beschäftigen. Ja. Plus Nanotechnologie. Einer meiner Freunde hat eine Tochter bekommen, die war taub. Ist es nach 6 Jahren, kann sie wieder hören durch Bio-Ohren. Das ist erstmal nicht weiter erstaunlich, finde ich toll. Aber was in einem Nebensatz erzählt er immer, in irgendeiner meine Tochter kann, wenn man das richtig einstellen kann, die Ultraschall von Fledermäusen hören. Plus Cyborgs. Ja, Sie alle kennen den Engländer, ja, der in seinem Pass mit ins Hirn eingepflanzten Apparat rumläuft, weil er jetzt wieder damit sehen kann. Diese Kombination, Genmanipulation, und das wird in den USA gemacht in Kalifornien, plus künstliche Intelligenz, plus Cyborgs, das ist das, was mich umtreibt. Was kommt da auf uns zu? Das ist die Anwendung und ich glaube, das ist der Einstieg auch von Ihrer Seite nochmal, und die Infrastruktur ist als nichts. Wenn künstliche Intelligenz
nutzbar gemacht werden soll, autonomes Fahren, um uns mal so langsam Richtung Edge Computing zu bewegen und Co., komme ich irgendwann an das Thema Latenzzeit, ich komme irgendwann an die Thematik, Frau Münch, dann machen Sie bitte, ich übergebe es direkt an Sie dann, genau. Genau, weil da sind wir dann wieder bei dem Thema Digitalisierung bekommen wir nicht hin ohne Vertrauen der Verbraucher in die Digitalisierung. Also Sicherheit und Datenschutz und Vertrauen, das geht alles Hand in Hand. Und da haben wir ja heute auch schon Diverses an Statistiken gesehen. Wenn uns 80% der Verbraucher sagen, für sie ist ein grundlegendes Auswahlkriterium für Cloud-Dienstleistungen, dass dort entsprechende Sicherheit und Datenschutz gewährleistet ist. Das ist immer das eine. Das bekommen wir in ganz vielen Umfragen zu hören. Und im nächsten fragen wir dann die Verbraucher, und was nutzt ihr dann? Und dann kommt Dropbox. Dann Dropbox, genau. Amazon Web Services. Nicht die Nextcloud. Ja, genau, warum nicht unsere Clouds? Das eine, was dann natürlich fehlt, ist, wir müssen viel, viel deutlicher machen hier den Standortvorteil. Das kommt bei den Verbrauchern zu wenig an. Also Verbraucher, die nicht mal genau wissen, ob sie in der Cloud sind oder nicht, da wird das natürlich schwierig. Aber genau das müssen wir deutlich machen. Wo ist der Standortvorteil der Nutzung deutscher oder wenigstens europäischer Cloud-Dienstleistungen? Eben Sicherheit und Datenschutz und nicht einfach das billigste Angebot. Und das hängt vielleicht ein bisschen mit Energie zusammen, aber es hängt natürlich auch mit ganz vielen anderen Faktoren zusammen. Und hier müssen wir dran arbeiten. Unsere deutschen Dienstleistungen, unsere deutschen Produkte ein bisschen sexier zu machen, damit wir halt das auch platzieren können, all diese tollen Ideen, die wir rund um Sicherheit haben. Ich wollte eigentlich nur sagen, ja, und was nutzen Sie dann? Ja, Sie nutzen dann eben das, was überhaupt gar nicht sicher ist, und wundern sich dann. Und dann wird gerufen nach der Politik, die Standards setzen soll, und dann gibt es eine Datenschutzgrundverordnung, aber jeder klickt dann doch auf die Häkchen oder so. Ja, also so, deswegen ist halt die Frage, wie praktikabel sind auch Sachen und wie werden sie angenommen? Und ich bin ja mit Frau Esken auch zusammen in dieser künstlichen Intelligenz-Enquete-Kommission, und ich sehe schon auch unsere Aufgabe, gerade auch als FDP, die auch sehr affin ist zu Innovationen und zu neuen Technologien, dass wir versuchen, so ist es, Innovation Nation ist ja unser Begriff, aber das wollen wir auch mit Leben füllen, und eine Aufgabe von uns als FDP sehe ich eben auch darin, den Leuten ein Stück weit die Angst zu nehmen. Und nicht gleich auch, was Sie gemacht haben, so diese Szenarien aufzubauen, die so, so weit weg sind. Und wo wir nie wissen, weil wir können es einfach nicht wissen, ob sie kommen. Sondern erstmal die nächsten Schritte gemeinsam mit der Bevölkerung zu gehen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema automatisiertes Fahren. Sie haben es gerade eben angesprochen. Im Moment sagt die Umfrage, 80-90% würden sich in so ein Auto nicht reinsetzen. Ich würde mich sofort in so ein Auto reinsetzen. Das ist nämlich viel sicherer, als wenn ich fahre oder aber auch jemand anders. So, deswegen müssen wir anfangen, in der öffentlichen Hand sozusagen die Autos umzurüsten. Dass wir sagen, es gibt ja schon, die U-Bahn ist der erste Schritt. Das ist ein in sich geschlossenes System. Es gibt selbstfahrende U-Bahn in Nürnberg zum Beispiel. Warum funktionieren wir jetzt nicht, warum setzen wir nicht insgesamt in Deutschland auf autonom fahrende U-Bahn? Dann irgendwann gehen wir zur S-Bahn, dann gehen wir zur Tram, das ist schon wieder viel diffiziler. Und irgendwann sind es dann eben die Autos, dass wir Schritt für Schritt den Menschen die Angst vor der Technik, die hier schon sehr, sehr stark ist, finde ich, in Deutschland, auch zu nehmen. Wir werden mit der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastruktur in Nürnberg eine kleine Tour machen, Orte des Internets. Und wir werden versuchen, und ich glaube, das ist die eigentliche Idee auch der Allianz, aber wir korrigieren mich, einfach versuchen, nochmal dieses Ökosystem digitale Infrastruktur zu erklären. Auch wenn es maximal komplex ist, zu wissen, hier gibt es Glasfaser, die künstliche Intelligenz, die in Nürnberg unterstützt, die sitzt im Rechenzentrum in Nürnberg, da ist ein Ökosystem, und das müssen wir ja halten. Und da sind sich, glaube ich, die größten Gefahrenstandortpolitik eines Wirtschaftsunternehmens, was investieren möchte im zweistelligen Bereich, wächst. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass die Motivation nicht da ist. Oder woran liegt es jetzt, dass wir so eine Allianz machen? Also ich habe es vorhin mal so flapsig gesagt, wir kommen mit dem Bauen gar nicht hinterher. Rechenzentrumsfläche verkauft sich wie geschnitten Brot. Was Breitband angeht, sehe ich das an meinen Kindern. Die würden noch mehr Bandbreite nutzen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das pädagogisch sinnvoll oder nicht für Streaming, Frau Esken, weil der Fernseher wird von den Kindern zumindest ab der Pubertät gar nicht mehr genutzt, sondern es ist nur noch YouTube, Netflix, Amazon Prime und Co. Das ist das, was die Kinder nutzen, aber damit wachsen sie auf. Und auch das ist ein Wirtschaftszweig, und auch damit lässt sich Geld verdienen.
Vielleicht noch auf ein anderes Thema, was Herr Reichel vorhin angesprochen hat, von wegen Breitbandausbau und Privatwirtschaft. Bei Straßen, bei Schienen reden wir gar nicht drüber, ob das privatwirtschaftlich finanziert werden soll oder nicht. Das gehört in unserem Selbstverständnis als Aufgabe des Staates dazu. Warum bei der digitalen Infrastruktur? Also, naja, aber nur da, wo es wirtschaftlich nicht lohnenswert ist. Wir wollen sozusagen, wir überlassen den Unternehmen die Rosinenpickerei und wir machen es dann da, wo es Geld kostet. Das ist aber nicht richtig. Ich halte das nicht für richtig. Und deswegen sehe ich schon auch eine staatliche Gesamtverantwortung in dem Zusammenhang für die Daseinsvorsorge. Also Internetanschluss ist einfach Daseinsvorsorge, wie Wasser und Strom, sagten Sie vorher. Ja, aber also die Stromnetze sind eben nicht jetzt in privater Hand und die Wasserversorgung schon gar nicht, und das ist auch gut so. Ja, auch aus Sicherheitsgründen übrigens. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da hinkommen müssen. Ich habe vorher behauptet, die Skandinavier seien weiter. Ganz Schweden ist Glasfaser erschlossen. Warum haben die das hinbekommen? Weil es die Kommunen gemacht haben. Ja, und weil die Kommunen auch befähigt wurden, es zu machen. Und wir haben eben den Fehler gemacht, zum einen vom Technologiemix zu reden. Sie hatten vorher das Kupfer angesprochen. Ja, und zum anderen vom marktgetriebenen Ansatz in einem Markt, der keiner ist, und zwar nicht nur wegen der Regulierung, sondern auch, weil er einfach versagt als Markt. Ja, und das ist schon sehr, sehr traurig, und da müssen wir ganz entschieden anders vorgehen. Übrigens natürlich auch beim Mobilfunk, der mittlerweile ja schon wichtiger ist als der Breitband, sozusagen. Ja, es ist die Grundlage für Mobilfunk, ist das Breitband mittlerweile das Glasfaser. Diskutieren wir nicht schon wieder zu kleinteilig? Ich hatte vor 14 Tagen die Gelegenheit, in Wien kennenzulernen, wie dort dieses Ökosystem der lebenswertesten Stadt der Welt gehandhabt wird. Und dort werden Neubaugebiete mit Glasfaser, mit Rechenzentren gemeinsam gedacht. Da kommen dann die Geschichten Abwärmenutzung im direkten Nahwärmesystem, also das Thema Energieeffizienz. Mit einer bestehenden Gesamtstrategie kann ich doch möglicherweise dieses komplexe Thema vielleicht auch mal politisch so begleiten, dass die Wirtschaft, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich möchte sie einfach nur keine Behinderung haben des Investitionsvolumens, was bei ihnen sich stapelt langsam, weil sie nicht weiterkommen. Das ist reinste Daseinsvorsorge, was die Stadt Wien da macht. Übrigens auch im sozialen Wohnungsbau und in vielen anderen Fragen. Die machen Bezirksmanagement und die gestalten tatsächlich auch öffentliche Räume. Die gestalten auch digitale Räume. Das ist auch richtig und gut so. Da haben wir uns vor 20 Jahren, 25 Jahren so ein bisschen davon verabschiedet, im Sinne des, das muss alles der Markt. Und der richtet es schon. Und wir sehen eben heute, dass es nicht der Fall ist. In vielen Fragen, auch beim Wohnungsbau, nur am Rande. Gerade in der Digitalisierung geht es eben auch, wie eben gesagt, um digitale Öffentlichkeiten, um digitale Räume, wo wir auch Verantwortung für übernehmen müssen. Da können wir uns eine ganze Menge, mehrere Scheiben abschneiden bei den Österreichern und insbesondere bei der Stadt Wien, ganz klar. Abwärme noch, das war ja auch ein Thema. Wir sind ein bisschen eng in der Zeit, dann will ich das noch anmerken. Immer dann, wenn man irgendwie sich wundert, warum da jetzt keiner auf den Markt kommt, dann könnte man irgendwie vielleicht staatliche Unterstützung oder Regulierung brauchen. Ich glaube nicht. Es gibt Beispiele, wo hier habe ich mir rausgesucht, in Dresden Cloud & Heat, ein Startup-Unternehmen, das die Wärme von Rechenzentren weitervermittelt. Nicht das Rechenzentrum selbst. Natürlich könnte das Rechenzentrum bzw. der Betreiber von vielen Rechenzentren das auch selbst anstreben. Selber vermarkten, weiß ich jetzt nicht. Man möchte, glaube ich, nicht ein Wärmenetz aufbauen, das kann ich nachvollziehen. Aber kommunalen Stadtwerke schon. Eben, wäre ja unsinnig. Aber warum das jetzt nicht funktionieren soll, ohne dass der Staat eingreift, ist mir nicht ganz begreiflich, ehrlich gesagt. Die Wärme ist ein Gut, alle Energie ist ein Gut, das gebraucht wird. Warum man es verpuffen lässt, ist mir nicht nachvollziehbar. Ich wollte aber. Ich will nur ganz kurz was sagen. Die Sache ist, wir sind gar nicht weit auseinander, auch bei der Geschichte um was ist Daseinsvorsorge. Es ist nur so, hier sieht man eben ganz häufig, dass Sie hatten den Wohnungsbereich angesprochen, wo auch Gelder zur Verfügung gestellt werden und dann für andere Sachen genutzt werden. Und das Problem, wir sind hier in Berlin, sieht man auch an jeder Ecke. Und man sieht auch, und das wollte ich jetzt nochmal zum EEG zu Ihnen sagen, weil mir das nochmal wichtig war, wie sozusagen Entscheidungen, die wir irgendwann mal
in ganz langer Entfernung getroffen haben mit dem EEG. Dass wir gesagt haben, wir wollen die Energiewende, wir wollen irgendwie die regenerative Energie nach vorne stellen und wir wollen keine Atomkraftwerke. Jetzt Auswirkungen haben, die dazu führen, dass tatsächlich Unternehmen auch in die Knie gezwungen werden. Und ich finde das schon eine berechtigte Forderung. Ich finde halt immer das Thema Subventionen so schwierig. Aber das eigentliche Ding ist ja, dass hier einfach die Energiepreise so viel höher sind als woanders und dass das ein Problem für sie ist. Die Frage ist eben, sagen wir irgendwann, es reicht jetzt auch mal mit den Subventionen im Energiesektor. Wir haben eigentlich einen Hochlauf erreicht an der Technologie, dass wir sagen können, dieses Geld, was da jetzt reingesteckt wird, das geben wir den Unternehmen zurück, indem wir es einfach nicht mehr erheben und den Menschen auch, die es auch immer bezahlen. Oder machen wir mit so einem Irrsinn einfach weiter, weil wir es nicht mehr stoppen können. Sie ich würde das EEG abschaffen. Ich würde das EEG abschaffen, weil wir einfach so viel Geld schon in diese erneuerbaren Energien reingesetzt haben, dass ich denke, es reicht jetzt. Und wir brauchen das Geld jetzt auch für andere Sachen, um zum Beispiel auch Gelder frei zu haben für KI und all diese anderen Sachen. Also das würde uns sehr, sehr helfen, weil das, wie gesagt, ungefähr die Hälfte der Stromkosten ausmacht. Es sind nämlich gar nicht die originären Stromkosten. Genau. Aber zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Esken, Abwärme, auch da sind wir aktiv. Ich bin jetzt während meines Vortrags nicht drauf eingegangen, weil sonst hätte ich den Rahmen hier gesprengt. Die Stadt Frankfurt hat ein Abwärmekataster erstellt, wo sie wärmeproduzierende Unternehmen erfasst hat und natürlich die Rechenzentren, unter anderem uns. Die Abwärme von Rechenzentren hat leider nicht die Temperatur für ein Fernwärmenetz. Bei einem Fernwärmenetz sind 70, 80 Grad Celsius, bei uns sind es 30, 35 Grad. Das jetzt aufzuheizen, würde nochmal Energie kosten, ist nicht ganz so sinnvoll. Sinnvoll wäre Nahwärme. Auf der anderen Straßenseite des Rechenzentrums, welches ich verantworte, sollen 1500 neue Wohnungen gebaut werden. Wir haben gesagt, wir stellen das gerne kostenneutral zur Verfügung. Wir wollen gar nichts daran verdienen. Wir wollen auch nachhaltig arbeiten. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie einen Cent damit verdienen. Der Investor hat kein Interesse und nach aktuellem Gesetz kann niemand den Investor zwingen, diese enorme Abwärme, und wir verbrauchen fast 100 Gigawattstunden im Jahr, abzunehmen. So, also wir würden gerne, aber auch hier sind natürlich politische Richtungsentscheidungen gefordert. Nein. Ja, aber in dem Fall ist es ein privater Investor. Stadt Frankfurt hat dem Bebauungsplan zugestimmt. Jetzt geht's los. Das Ganze kostet, ich weiß nicht wie viel. Wir könnten relativ viel Abwärme dahin liefern, kostenneutral. Das wäre eine tolle Lösung, die aber nicht umgesetzt wird, weil der Investor das nicht will. Ich nehme mit, die Potenziale der Digitalisierung sind immens. Tatsächlich, wenn man sie zu schauen, ist für die Politik eine Inspiration. Die Sicherheitsstandards, die wir in Deutschland haben, sind ausreichend und sollten viel mehr noch als Standortfaktor genutzt werden, um zu zeigen, wir können es. Die Wirtschaft ist bereit zu investieren, um auch ökologisch energieeffizient zu sein. Natürlich würde sie es freuen, wenn die EEG-Umlage in dieser Form überdacht wird, in anderen Ländern auch. Stromsteuer wäre ein Stichwort, wo man eben auch vielleicht ganz aktiv was machen könnte. Und die Politik ist beauftragt, in diesen wenigen Zeiten diese Wünsche vielleicht doch mitzunehmen. Und an dieser Stelle muss ich mich jetzt im Anbetracht der Zeit, jetzt sehe ich es bei Ihnen nämlich die Nervosität, bedanken für Ihre Teilnahme. Es gibt, glaube ich, noch die Möglichkeit eines kleinen Fotos. Auch Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Geduld, das Zuhören. Herzlichen Dank in die Runde. Bis demnächst. Danke.